dich dir deswegen Gedanken zu machen, glaub mir. Darling, ich war im Gefängnis und wurde fast umgebracht, weil du mich nicht eingeweiht hattest. Also sag es mir bitte. Ich möchte wirklich wissen, was hier vor sich geht. Ich kann gar nicht glauben, wie brav hier im Auto war. Oh, vielen Dank. Ich meine doch die Kinder. Dann hast du wohl nicht gesehen, wie dieser Bursche bei jeder Gelegenheit an meinem Ohr geknabbert hat. Oh, die Wolken gefallen mir nicht. Ich hoffe, sie bedeuten keinen Regen. Und wenn schon. Dann schippen sich unsere Regenmäntel an und bauen ein Zelt auf. Oh, na dann. Hey, sieh dir das an. Viel Spaß, ihr habt es verdient. In Liebe, Daddy. Er schreibt, im Stall wartet auf die Kinder eine Überraschung. Hast du das gehört? Glaubst du das? Wobei, deine Überraschung für euch im Stall. Was glaubst du, was das ist? Ein Elefant? Nein, na vielleicht doch. Ich wette, er hat den Hausmeister angerufen und ihm gesagt, dass wir hier sind. Ja, so wird es sein. Nur, die hat er auch hier gelassen. Was hältst du davon, wenn wir auspacken? Das kann doch noch warten, oder nicht? Ich dachte, es wäre keine schlechte Idee. Die Kinder sind bestimmt müde und... Daddy hat vielleicht ein bisschen Lachs in den Kühlschrank gepackt. Ich meine, du könntest dich schon mal um den Kamin kümmern und ich mache uns was zu essen. Ich würde ganz Moment, einfach... Moment, nicht so hastig. Willst du nicht erst zur Ruhe kommen? Ich wollte es doch nur schön für uns machen. Alles ist bestens. Hör auf, dir Gedanken zu machen. Wir sind doch jetzt zusammen. Komm her. Wir haben viel Zeit. Rianne Baglü. Willkommen, Mr. Vaughn. Vielen Dank. 25.000. Ja, Sir. Und ich möchte einen Drink. Scotch. Wirklich wundervoll gemacht, Laura. Ich bin stolz auf dich. Oh, ich habe fast gar nichts gemacht. Hier kommt der Mann, der die eigentliche Arbeit geleistet hat. Hallo. Du solltest den Rest des Hauses sehen, Mom. Es ist wirklich toll. Findest du? Na, vielen Dank. Schön, dass ihr kommen konntet, du und Ethan. Es sieht aus, als ob wir großen Anklang gefunden hätten. Ja. Hallo. Hallo. Ich weiß bitte nicht, entschuldigt mich. Sicher. Natürlich. Ethan und Ellen Simpson scheinen eine sehr wichtige Unterhaltung zu führen. Ach, weißt du, Ellen hat wohl wieder irgendwelche Probleme. Die scheint er immer zu haben. Ich werde mich mal ein wenig umschauen. Wir sehen uns noch. Natürlich. Bis dann. Grüßen Sie Ihre Frau. Wir sehen uns. Ciao. Na? Was gab's denn so Wichtiges? Oh, er hatte so eine verrückte Idee. Aber das kommt nicht in Frage. Wieso? Was war's denn? Ich soll Jerrys Platz auf der Liste einnehmen. Als Bürgermeister? Ich habe ihm gesagt, dass es eine verrückte Idee ist. Das finde ich ganz und gar nicht. Ich denke, sie ist ausgezeichnet. Ich kann doch nicht als Bürgermeister kandidieren. Natürlich kannst du das. Du kannst es nur heute Abend verkünden. Ich muss noch ein paar Reporter anrufen, damit wir genug Presseunterstützung haben. Jerry ist noch nicht mal beerdigt. Na und? Ich bedauere wirklich, was ihm zugestoßen ist, aber einer muss als Bürgermeister kandidieren. Und du könntest sehr viel für diese Stadt tun. Ich halte es geradezu für deine Pflicht, dich für dieses Amt zu bewerben. Laura, ich bin noch nicht mal ein Jahr in dieser Stadt. Aber als Bezirksstaatsanwalt hast du großen Eindruck hinterlassen. Jeder weiß darüber hinaus, wer dein Vater ist. Du könntest die Wahl gewinnen. Schatz, an jemanden, der Bürgermeister werden will, stellt man sehr hohe Ansprüche. Wenn ich mich aufstellen lasse, wird man meine Vergangenheit durchleuchten. Und ich habe ein paar Leichen im Keller. Sei bitte nicht kindisch. Du kannst diese Wahl gewinnen, Ethan. Ich weiß es genau. Du wirst bestimmt ein wundervoller Bürgermeister sein. Ja. Hallo, Schatz. Wohin gehst du? Wir wollten noch essen gehen.
Ich habe einfach keinen Hunger und da dachte ich mir, es wäre vielleicht ganz nett, mal bei der Eröffnung des Gemeindezentrums vorbeizusehen. Das ist doch nicht dein Ernst. Wieso nicht? Findest du etwa, dass ich dort fehl am Platz bin? Zuerst erzählst du mir, du willst ein Haus kaufen. Jetzt gehst du zu einer Wohltätigkeitsfeier. Als nächstes reservierst du dir noch einen Platz auf dem Friedhof. Anthony, ich muss schließlich auch mal unter Menschen. Das ist alles. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ich nehme an, dass wir eine Weile hier leben werden. Wozu brauchst du Freunde? Aber du bist doch ständig beschäftigt. Ich sehe dich kaum. Es ist doch klar, dass ich auch mal Zerstreuung suche. Und die findest du drüben im Gemeindezentrum, Ich habe auch gedacht, es könnte von Vorteil für dich sein, wenn ich dort ein paar von den etwas wichtigeren Persönlichkeiten dieser Stadt kennenlerne. Hey, vielleicht hast du recht. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich vertraue darauf, dass ich noch viel mehr Spaß haben werde, wenn ich wieder zurück bin. Bis später. Ja, bis später. Nicht mal über ein anderes Thema unterhalten? Nein, nicht solange du mich immer ausschließt. Das tue ich doch überhaupt nicht. Ich habe mir wirklich geschworen, dass wenn du dieses Mal nach Hause kommst, ich mir keine Geschichte von dir anhören werde, die wieder zu einer anderen führt und noch zu einer anderen und noch einer, bis ich überhaupt nicht mehr weiß, wer du eigentlich Komm bist. Komm schon, Julia, du machst aus einer kleinen Mücke einen Elefanten. Nein, jetzt reicht's. So war es doch schon von Anfang an. Kleinigkeiten tauchten auf und du hast gesagt, ich solle mir keine Gedanken machen. Also habe ich mir keine gemacht. Eines Tages komme ich nach Hause, du bist nicht da und dann bin ich 3 Monate lang allein. Ich habe das alles erklärt. Dann erklär mir auch dies. Wer stellt Nachforschungen über dich an? Hast du Probleme? Nein, ich habe keinerlei Probleme und ich wünschte, du würdest aufhören zu fragen. Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Mehr als alles andere auf der Welt. Und ich würde alles für dich tun. Würdest du bitte aufhören, mich im Dunkeln tappen zu lassen? Ich ertrage es einfach nicht mehr. Und aus diesem Grund werde ich dir auch immer wieder diese Fragen stellen. Tonnerre. Tonnerre? Er stellt Nachforschungen über dich an? Und das interessiert dich überhaupt nicht? Doch, aber es lässt mich völlig kalt. Du willst also alles wissen? Na gut. Ich habe einen Plan. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass du ihn hörst. Du hältst die Idee für lächerlich, nicht wahr? Und du glaubst, dass ich Schiffbruch erleiden werde mit dem Plan. Na los, nimm ihn auseinander. Ich weiß, dass er Schwächen hat. Ich habe 3 Fragen. Nur zu. Nummer 1, ist das für deine Familie? Nummer 2, willst du deinen Vater bloßstellen? Nummer 3, tust du das für dein Ego? Alles von dem genannten und so mehr. So liebe ich dich. Also, ich halte das für einen total hirnrissigen Plan und ich denke, dass die Erfolgsaussichten, wenn es hochkommt, etwa 99% zu 1 gegen dich stehen. Wie auch immer, ich bin froh, dass du ihn mir verraten hast. Ist das wahr? Absolut, ja. Denn das hilft mir zu verstehen, all das zu verstehen, was passiert ist, weißt du? Es macht mir klar, dass du dir womöglich sogar Gedanken über die Dinge gemacht hast, die du getan hast. Das zahle ich dir zurück, wenn ich dich erstmal richtig verstanden habe. Ich bin fasziniert zu sehen, wie dein Kopf arbeitet, Mason Kepler. Es ist so, als wolle man Gehirnchirurgie per Fernkurs erlernen. Aber du weißt ja, ich liebe die Herausforderung. Ich schwöre, ich werde dich da nicht mit reinziehen. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, ich weiß, wie sehr du meine Methoden hast. Ich liebe deine Methoden. Und wenn du mich für irgendwas brauchst, kannst du auf mich zählen. Ich bin dankbar für jede konstruktive Kritik. Mehr ist nicht drin. Ja, einverstanden. Bis zu einer gewissen Grenze. Und die darfst du unter keinen Umständen überschreiten, ohne es mir vorher zu sagen und mich in die Entscheidung mit einzubeziehen. Das ist sehr wichtig, denn wenn du es nicht tust, riskieren wir alles zu verlieren, was wir besitzen. Hm? Einverstanden. Und dir ist hoffentlich klar, wie wichtig es ist, dass das unter uns bleibt. Natürlich, dessen bin ich mir bewusst, das versteht sich von selbst. Übrigens bleibt in deinem Plan einiges dem Zufall überlassen. Lass mich wissen, wenn ich dir auf irgendeine Art und Weise helfen kann. Ich habe Freunde bei der Anwaltskammer. Nein, das halte ich für keine so gute Idee. Im Augenblick läuft ja auch alles nach Wunsch. Und ich habe es einigermaßen unter Kontrolle, aber möglicherweise werde ich deine Hilfe später noch brauchen. Du musst sehr, sehr vorsichtig sein. Er ist ein gefährlicher Mann. Ich verspreche es. Ich bin vorsichtig. Ja, ich weiß. Moment.
Sind wir Partner? Au! Guter Schlag, Kopf hoch, es kann nur noch besser werden. Das steht fest. Also dann, wir sehen uns wieder. Ethan, Brandon und ich haben gerade die Neuigkeit gehört. Wollen Sie wirklich Bürgermeister werden? Oh, weißt du, ich denke, es ist noch ein bisschen früh, um jetzt schon darüber zu reden. Ach, kommen Sie. Ich meine, wer immer das vorgeschlagen hat, muss gewusst haben, was das Beste für diese Stadt ist. Echt, Gina, ich kenne Santa Barbara nicht mal richtig und ich... Na und? Was Sie nicht wissen, können Sie lernen. Sie sind ein sehr intelligenter Mann. Und die Stadt würde sich glücklich schätzen, Sie als Bürgermeister zu sehen. Wissen Sie, es ist nicht sehr weit vom Büro des Bürgermeisters zum Sitz des Gouverneurs. Und von da ist es ein Katzensprung ins Nazi-Wissenschaft. Jetzt greifen Sie aber etwas sehr weit voraus. Immerhin bin ich bisher zu gar nichts gewählt. Man macht das oft so. Nach meinem ersten Nachwuchsligaspiel letzten Sommer hat sie schon davon geträumt, dass ich einen 3-Millionen-Dollar-Vertrag bei den Dodgers unterzeichne. Du bist nun mal ein guter Baseballspieler. Und Sie werden ein guter Bürgermeister sein, das weiß ich einfach. Aber ich will Ihnen nicht Ihre wertvolle Zeit stehlen. Sie wollen sicher auch mit all diesen anderen Leuten reden. Und das Schönste ist, dass er immer noch nicht genug hat. Er will nächste Woche wieder spielen. Hallo, Greta. Entschuldigung, wie geht es Ihnen? Sie gestatten doch, dass ich mir Michael für einen Moment ausborge, ja? Nein, kein Problem, Mrs. Escher. Nennen Sie mich Laura. Gut. Ich war einfach nur zu ruhig. Wieso hast du sie weggeschickt? Weil ich deine Unterstützung brauche. Hast du schon gehört, dass sich Ethan für das Amt des Bürgermeisters bewirbt? Wann hat er sich dazu entschlossen? Erst vor ein paar Minuten. Er sagt natürlich, dass er noch etwas Bedenkzeit braucht, aber ich weiß, dass es das ist, was er will. Du meinst, das ist genau das, was du willst? Das ist eine einmalige Chance für ihn, Michael. Und was hat er vor? Ich meine, wird er es auf Jerrys Begräbnis bekannt geben? Wir können das mit Jerry nicht mehr ändern. Außerdem hat er sich das selbst zuzuschreiben. Kannst du dir den Skandal vorstellen, den es gegeben hätte, wenn wir nach seiner Wahl erfahren hätten, dass er es zugelassen hat, dass man einen Unschuldigen für einen Mord bestraft, den er begangen hat? Ein Mord, für den jemand anderes bestraft wird. Und ausgerechnet du kennst niemanden, der so etwas schon mal getan hätte? Ethan kann viel Gutes für diese Stadt tun, Michael, und das weißt du. Er ist ein gerechter und ehrlicher Mann, und falls er gewählt wird, bin ich sicher, dass du die Unterstützung erhältst, die du für das Gemeindezentrum hier brauchst. Was ist das, ein Bestechungsversuch? Warum versuchst du nicht einfach ehrlich zu mir zu sein, um mir gerade heraus zu sagen, was du von mir willst? Heute Abend werden viele Reporter hier erscheinen und wenn du deine Ansprache hältst, wäre es schön, wenn du erwähnst, dass Ethan die treibende Kraft hinter diesem Zentrum war. Das ist doch nicht wahr. Das ist durch und durch erlogen. Ethan hat das Gemeindezentrum von Anfang an gefördert, Michael. Das ist keine Lüge. Er wollte es einem Spekulanten verscherbeln. Erst zum Schluss war er auf unserer Seite. Und es war Jerry, der die treibende Kraft dahinter war, auch wenn seine Motivation politischer Natur war. Zumindest hat er sehr viel erreicht. Und sehr viele Menschen haben ihr Herz und ihren Schweiß hier hereingesteckt. Und die werde ich nicht um ihren Lohn betrügen, nur um deine politischen Ambitionen zu unterstützen. Es ist nicht für mich, es ist für Ethan. Ja, und wie ich sehe, hat er sich an seine neue Rolle schon gewöhnt. Das ist richtig. Bezirksstaatsanwalt wollte er nicht werden. Warum jetzt Bürgermeister? Weil es ein bedeutender beruflicher Schritt wäre. Es ist etwas, das wir seit unserer Hochzeit geplant haben. Moment, du meinst, ihr beide habt das geplant? Ist das dein Ernst? Ethan stammt nun mal aus einer Politikerfamilie. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er so eine Chance bekam. Und das ist der perfekte Ort, um damit anzufangen. Verstehe. Aber eins muss er sich abschminken. Den Propagandafeldzug kann er anderswo führen. Da werde ich auf keinen Fall mitspielen. Du sollst doch nicht so gut trinken. Ich wusste gar nicht, dass du so eifersüchtig sein kannst. Eifersüchtig? Ich bin nicht eifersüchtig. Da wir gerade über die Zukunft reden, jetzt wo das Gemeindezentrum gegründet und eröffnet ist, solltest du als Vorsitzender des Komitees zurücktreten. Was ist mit dir, Mike? Ist dir meine Anwesenheit unangenehm? Wenn du eine ehrliche Antwort willst, ja. Ich finde es sehr unangenehm, zu sehen, was für ein Mensch aus dir geworden ist. Und ich werde auf keinen Fall zulassen, dass diese Einrichtung als politisches Betätigungsfeld genutzt wird, auf dem dein Mann sich profilieren kann. Ich werde in dieser Stadt bleiben. Unsere Wege werden sich kreuzen. Du wirst lernen müssen, das zu akzeptieren. Ich weiß, es wird nicht leicht sein, nach allem, was wir miteinander durchgemacht haben, aber wenn ich es schaffen kann, kannst du es auch. Hm.
Ich habe heute Glück. Ich kann würfeln, wie ich will. Irgendwie scheine ich kein Glück zu haben. Sie dagegen gewinnen wohl immer. Nein, nicht immer. Gestern habe ich sehr viel verloren. Und das wollen Sie wieder reinholen, ja? Das wäre keine schlechte Idee. Nun, an diesem Tisch sind Sie der große Gewinner. Vielleicht bringen Sie mir Ihr Glück. Wollen wir doch mal für etwas Spannung sorgen. Oh. Sie sind endlich eingeschlafen. Das hat ja ewig gedauert. Bei Adriana ging es schnell, aber Chip hatte noch ziemlich viel zu erzählen. Wart's nur ab, er wird mitten in der Nacht aufwachen und uns fragen, ob er mit dem Pony reiten darf, das ihm sein Opa geschenkt hat. Glaubst du, dass mein Vater ihn zu sehr verwöhnt? Total. Sollen wir ihm das etwa sagen? Ach, lass ihn doch, wenn es ihm Spaß macht. Ich finde, dass wir unsere Kinder genauso verwöhnen. Das sieht gut aus. Oh, danke. Ich fürchte nur, dass der Fisch etwas zu lange gekocht hat und der Reis noch nicht ganz gar ist. Na, genau so mag ich's doch. Weißt du, ich dachte, wir könnten morgen vielleicht alle einen schönen Ausflug machen. Hört sich gut an. Ja, und wenn wir die Frau des Hausmeisters dazu überreden könnten, später auf die Kinder aufzupassen, könnten wir uns einen Picknickkorb packen und zu unserer Wiese am See gehen. Na klar. Und nach dem Essen, naja, könnten wir... Liebes, wir sind hier, um auszuspannen. Und ich glaube nicht, dass es notwendig ist, jede Minute im Voraus zu planen. Ja, ich weiß. Wie ist der Fisch? Köstlich. Wir wissen doch beide, dass er nichts geworden ist. Du willst es nur nicht sagen. Soll ich was anderes machen? Der Herd ist komplizierter als der bei uns zu Hause, Eden. Aber das macht nichts. Eden. Was? Der Fisch ist ausgezeichnet. Tut mir leid. Schon gut, ich weiß, dass das schwierig für dich ist. Nein, es ist nicht schwierig für mich. Ich freue mich, mit dir hier zusammen zu sein. Wir werden hier eine schöne Zeit erleben und wenn wir wieder nach Santa Barbara zurückfahren... Ja, ich bin auch froh, dass wir hier sind, aber wir können nicht einfach so tun, als sei nichts geschehen. Du meinst, du und ich, wir sollten erkennen, dass das hier für uns eine schwierige Zeit wird. Aber das haben wir doch gewusst. Es ist schon schwer genug und es wird noch schwerer, wenn wir einfach verdrängen, was passiert ist. Wir müssen darüber reden. Du bist nicht allein. Während der ganzen Fahrt hierher habe ich mir gewünscht, dass ich es einfach vergessen kann. Dass ich Robert und all die Dinge, die passiert sind, vergesse und so lebe wie vorher. Wir leben weiter. Es ist vorbei. Nein, das ist es nicht. Und es wird es so lange nicht sein, bis wir nicht darüber reden und wir nicht teilen, was immer wir wirklich fühlen. Ich will dich nicht zwingen, irgendetwas zu sagen. Aber du bestehst doch darauf, dass wir darüber reden. Liebling, du bist nicht du selbst gewesen. Dann sag mir bitte, was soll ich tun? Ich gehe durch die Hölle, dann bringt sich jemand um und ich soll mich so verhalten, als sei nichts passiert? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Dann sag mir doch einfach, was du hören willst. Dass sich nichts geändert hat. Und das kannst du nicht sagen, nicht wahr? Weil es nicht stimmen würde. Ich liebe dich. Ich weiß. Verzeih mir. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass es deine Schuld ist. Die Schuld trifft keinen. Das macht es ja so verdammt schwer. Auch wenn ich sie Robert zu gern zuschieben würde, ich kann nicht mal das. Ich würde ihn für verrückt halten, wenn er dich nicht noch lieben würde. Aber das ändert nichts daran, dass wir durchstehen müssen. Also musst du auch mit mir reden. Das ist nicht einfach. Ich meine, ich hätte nie gedacht, dass ich Gefühle wie die für dich schon für einen anderen empfunden habe. Und jetzt, wo du es weißt, hat sich etwas an deinen Gefühlen zu mir verändert? Nein, aber ich fühle mich schuldig. Warum? Du hattest keine andere Wahl. Natürlich hatte ich die. Ich hätte doch um meine Gefühle zu Robert kämpfen können. Und nicht auf meinen Vater und Mason hören müssen, vielleicht Missverständnisse aus dem Weg räumen können, damit er nicht 5 Jahre ins Gefängnis muss.
um für ein Verbrechen zu bezahlen, weil er mich beschützen wollte. Ja, das hättest du tun können. Dann wären wir uns nie begegnet. Und heute Abend wärst du nicht hier, du wärst ganz woanders. Verheiratet mit Robert Barnes. Sieben gewinnt. Oh, das ist nicht wahr. Junge. So, für heute habe ich genug. Oh, es wird doch gerade erst interessant. Darum habe ich ja genug. Oh, was schlagen Sie dann vor? Was würden Sie denn vorschlagen? Blackjack? Roulette? Zur Zahl. Was spielen Sie gern? Etwas mit höherem Einsatz. Wechseln Sie das und packen Sie es auf mein Konto. Wann kann ich dich sehen, Mason? Es ist wichtig. Du findest mich in einer halben Stunde im Fitnessstudio. Entschuldigen Sie mich. Sicher. Ich habe gerade tolle Neuigkeiten über Ethan gehört. Wie schön. Es gibt also doch noch jemanden, der das für eine gute Idee hält. Machst du Witze? Ich finde das großartig. Ich frage mich, wem das eingefallen ist. Alan Simpson hat das Thema als Erster angeschnitten. Der Mann ist ein Genie. Und Ethan wird ein fantastischer Bürgermeister sein. Er ist sich noch nicht sicher, ob er kandidieren soll. Gina, ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du ihm helfen könntest, die richtige Entscheidung zu treffen. Nun, das ist sicherlich nötig. Aber ich werde mein Bestes tun. Es wäre bestimmt schön, mit einem Bürgermeister befreundet zu sein. Ah, du hier? Anthony, also wenn du mir nachspionieren willst, wieso hast du nicht einen deiner Handlanger damit beauftragt? Wer spioniert dir nach? So ein Unsinn. Ich wollte mir nur mal die Leute ansehen, mit denen du neuerdings zu tun hast. Oh, möchtest du, dass ich dir ein paar von meinen neuen Freunden vorstelle? Nein, danke. Oh, das dachte ich mir. Du bist nur aus einem Grund hier, also wieso schaust du dich nicht um und dann sagst du mir, ob du einen Mann siehst, von dem du glaubst, dass ich etwas mit ihm habe? Schatz, ich spioniere dir nicht nach, denn wenn es so wäre, würdest du es nicht merken. Anthony, ich würde hier gern Freunde gewinnen. Und wenn dir das nicht gefällt, dann musst du dir vielleicht eine andere Geliebte suchen. Am besten eine, die springt, wenn du es sagst. Jetzt wissen wir endlich, wer Saschas verheirateter Mann ist. Nur weil du glaubst, das gesehen zu haben, nein, heißt das nein, doch... Nein, das muss Chanel sein. Wer? Siehst du, da drüben steht er. Sie hat gerade mit ihm geredet. Es sah ganz so aus, als ob die beiden sich gestritten haben. Wir sollten trotzdem keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht... Hat er etwas von einer Frau in Palm Springs gesagt? Nein, offensichtlich ist er ein sehr diskreter Mann. Ich bitte dich, jetzt wissen wir, dass er verheiratet ist. Ach ja, woher denn? Na, du weißt doch, dass Sascha mir erzählt hat, sie käme mit einem verheirateten Mann. Und daraus schließt du einfach, dass es Tonnerre ist? Er kommt aus Palm Springs, sie kommt aus Palm Springs. Sie kamen beide zur selben Zeit aus derselben Stadt. Das spricht doch Bände, oder nicht? Ja, wir werden ja sehen. Was ist los? Nichts. Ich denke nur, dass du keine voreiligen Schlüsse ziehen solltest. Da drüben ist Alan Simpson. Ich muss mal kurz mit ihm reden. Geh nicht weg. Hast du gesagt, voreilige Schlüsse? Liebe Gäste, dürfte ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich möchte Ihnen allen dafür danken, dass Sie so zahlreich erschienen sind und mitgeholfen haben, diese Einrichtung ins Leben zu rufen. Ganz besonders danke ich den Kindern, die uns wirklich eine große Hilfe waren. Und natürlich allen anderen Helfern, wie zum Beispiel unserer neuen Mitarbeiterin Greta McAdams. Ich danke Ihnen allen. Und ein großes Dankeschön auch an Laura Asher, die ein Genie im Spendensammeln ist. Bedauerlicherweise werden wir Laura verlieren, weil sie aus dem Komitee ausscheidet, um ihrem Mann bei der laufenden Wahlkampagne uneingeschränkt zur Seite zu stehen. Ein besonderer Applaus für Laura Asher. Ich möchte nur sagen, dass ich Laura Asher schon sehr lange kenne. Sie hat mehr Energie als jeder andere, der mir je begegnet ist. Es ist einfach zu schade, dass dieses Gemeindezentrum ihre Hingabe und ihren Elan verlieren wird. Also habe ich gedacht, mit einem kleinen Anreiz könnten wir sie dazu überreden, dass sie es sich doch nochmal überlegt. Ich bin gewillt, dem Gemeindezentrum $50,000 zukommen zu lassen. Für den Fall, dass sie bleibt und es verwaltet. Und jetzt habe ich das große Vergnügen, Ihnen vorzustellen, den Mann der Stunde, dem wir alle so vieles zu verdanken haben. Der als Bezirksstaatsanwalt kandidiert und der, wie manche von uns hoffen, sich für ein höheres Amt zur Verfügung stellen wird. Ladies and Gentlemen, Ethan Asher! Danke. Dankeschön. Danke.
Als erstes möchte ich betonen, dass es nicht mein Verdienst ist, dass dieses Projekt zustande gekommen ist, weil ich nicht allzu viel dazu beigetragen habe. Vergleicht man es mit der Energie, die Michael investiert hat. Einen Applaus also für Michael Donnelly. Das glaubst du doch nicht wirklich, dass irgendetwas dich und mich auseinandergebracht hätte. Wenn du mit Robert verheiratet wärst, sähe das anders aus. Ich meine, so unerfreulich diese Vorstellung auch sein mag, sie entspricht der Wahrheit. Nein, das ist doch völlig absurd. Heißt das, dass du nie darüber nachgedacht hast? Nein. Du warst doch sehr verliebt in diesen Typen und er hat 5 Jahre seines Lebens für dich geopfert. Ja, das weiß ich. Wie meinst du, sollte ich mich dann verhalten? Du musst endlich damit aufhören, dir einzureden, dass uns das nicht betrifft, denn das tut es. Das ist doch nur logisch. Eden, ich glaube, es wäre ein Fehler, nicht offen darüber zu reden. Es ging alles so schnell, das war wie ein Schock. Es wird sicher eine Weile dauern, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass es nur ein glücklicher Zufall war, der uns zusammengeführt hat. Ich habe mich an alles erinnert, was mit Robert war. Auf Las Sirenas. Bis auf eine Sache, die ich immer als selbstverständlich hingenommen hatte, nämlich, dass einer von uns sich entschlossen hatte, unsere Beziehung zu beenden. Aber das ist nie passiert. Richtig, und was empfindest du jetzt dabei? Ich fühle mich schuldig. Er war immerhin 5 Jahre im Gefängnis. Für mich. Ich weiß. Nun, ich habe mir überlegt, warum er sich so sehr verändert hat, warum er so geworden ist, wie er jetzt ist. Das ist nur meinetwegen so. Aber du hast alles getan, was in deiner Macht stand. Ich meine, was erwartest du denn noch von dir? Es war eine üble Geschichte, aber es war nicht deine Schuld. Und du kannst die Uhr nicht zurückdrehen und es ungeschehen machen. Vielleicht habe ich deswegen Schuldgefühle. Gegenüber Robert, denn ich habe ja dich. Und die Kinder. Ich liebe dich über alles. Irgendwie scheint es sehr unfair ihm gegenüber. Tja, so vieles in unserem Leben ist nicht fair. Und es wäre verrückt, aufs Spiel zu setzen, was wir haben, nur um an Robert Barr etwas gut zu machen. Das werde ich nicht. Das könnte ich nicht. Dafür liebe ich dich viel zu sehr. Ich liebe dich auch, Baby. Ich liebe dich mehr als jemals zuvor. Ich hoffe für dich, dass du einen verdammt guten Grund dafür hast, mich hierher beordert zu haben. Habe ich denn nicht immer? Wenn Tornell oder Julia uns hier erwischen, kannst du sicher... Beruhige dich, das ist der letzte Ort, an dem sie nach uns suchen würden. Ist dir nicht etwas heiß? Ich habe nicht vor zu bleiben. Also, was willst du? Anthony hat jemanden auf dich angesetzt. Ist das alles? Das scheint dich überhaupt nicht zu überraschen. Sascha, ich hatte eine Diskette, die der Mann um jeden Preis zurückhaben wollte. Er hat mich heute unter irgendeinem Vorwand in seine Suite eingeladen. Kannst du mir sagen, warum in aller Welt ich überrascht sein sollte, dass er mich überwachen lässt? Entschuldige bitte, ich wollte nur behilflich sein. Ja, danke, das weiß ich zu schätzen. Aber ich glaube, es wäre besser für dich, wenn du dich aus dieser Sache raushältst. Du darfst bei Tornell nichts mehr riskieren und Julia ist auch schon misstrauisch geworden. Wirklich? Was soll sie denn denken, wenn sie sieht, wie du dich mit Tornell unterhältst? Aber wie konnte ich denn wissen, dass er auch hierher kommen würde? Vielleicht hat auch jemanden auf dich angesetzt. Das hat er sicher nicht. Wenn ich mit jemandem allein sein will, lasse ich mich von niemandem davon abhalten. Und das solltest du aus eigener Erfahrung am besten wissen. Gute Nacht, Sascha. Wir sind eingeschlossen. Ja, großartig. Also mein Danke. Danke, vielen Dank. Entschuldigung. Dankeschön. Hallo, Achtung, ich muss sagen... Ich sagte doch, dass ich helfen würde. Das nennst du Hilfe? Ich habe nie gedacht. Was meinst du? Ich dachte, du wolltest, dass ich Ethan unter Druck setze. Aber wieso bindest du die Spende für das Gemeindezentrum an meine weitere Arbeit? Ich dachte, das wäre für euch beide eine gute Publicity, wenn du dein soziales Engagement nicht irgendwelchen politischen Ambitionen opferst.
Na, ich weiß nicht. Ethan wird nicht begeistert sein. Wieso nicht? Ist er mit deiner Arbeit nicht zufrieden? Doch, natürlich ist er das. Er würde es aber lieber sehen, wenn ich nicht hierbleiben würde. Wieso denn? Hält er die Nachbarschaft vielleicht für zu gefährlich? Nein, das ist es nicht. Tja. Also was dann? Wo liegt der Kessel? Es ist nicht weiter wichtig, Gina. Weißt du, ich kann die Spende auch ohne weiteres zurückziehen. Nein, tu das nicht. Michael kann jeden Pfennig gebrauchen. Und es war wirklich sehr großzügig von dir. Gut, okay. Ich verstehe nur nicht recht, wo hier das Problem liegt. Ich meine, warum sollte Ethan was dagegen haben, wenn du hier bei Michael arbeitest? Es sei denn, dass er glaubt, da wäre was zwischen euch. Das glaubt er nicht, oder? Aber das ist doch lächerlich. Ich kenne euch beide und ich weiß, dass keiner von euch sich auf so etwas einlassen würde. Wie wär's, wenn ich mit Ethan rede? Ich werde ihm ganz einfach erklären, dass... Nein, Gina. Warum nicht, wenn ich ihn davon überzeugen kann, dass zwischen euch beiden nie etwas gewesen ist? Michael und ich waren vor sehr langer Zeit zusammen, noch bevor ich Ethan kannte. Soll das etwa heißen, dass damals etwas zwischen euch war? In Boston. Warst du vielleicht eine Nonne oder irgendwas? Nein, natürlich nicht. Und Michael war auch noch nicht Priester. Er war bei der Polizei. Und Ethan weiß davon. Mhm. Kein Wunder, dass er so empfindlich ist. Es ist bedauerlich, dass ich das Geld hier an deine Arbeit gebunden habe, aber vielleicht kann ich diesen Punkt noch ändern. Nein. Aber dann wirst du wohl oder übel mit Michael zusammenarbeiten müssen. Nun, das weiß ich, aber wie würde es aussehen, wenn ich mich jetzt drücken würde? Ich meine, du hast recht, es ist eine gute Idee, hier zu bleiben und es ist auch für Ethans guten Ruf ganz wichtig. Du willst also damit sagen, dass du gewillt bist, dich zu opfern und mit Michael zu arbeiten, um Ethan zu helfen? Ja. Na dann. Ich denke, ich sollte mich bei Ethan entschuldigen. Nein, Gina, bitte. Lass alles so, wie es ist, okay? Ich meine, das Letzte, was ich will, ist, dass du jetzt mit Ethan darüber redest. Michael, alles Gute für das Gemeindehaus. Danke und viel Glück auch für Sie. Danke. Ich drücke die Daumen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Du hast einen Volltreffer gelandet. Ja, das hoffe ich. Oh, sehr glücklich scheinst du damit nicht zu sein. Doch, das bin ich. Ich hatte nur gehofft, Laura würde sich aus dem Komitee zurückziehen, aber Gina hat das leider verhindert. Es passt zu ihr, einem etwas zu vermiesen, auch wenn sie gar nicht weiß, was sie da eigentlich tut. Soll ich mit ihr reden? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, dass... Nein, ich bitte dich, sie spendet uns $50,000 und das wird den Kindern natürlich sehr zugutekommen. Stimmt. Ich dachte, du kommst mit Mason. Wollte er nicht mitkommen? Doch, er wollte was mit Alan Simpson besprechen, aber irgendjemand muss ihn entführt haben. Weißt du was, du siehst viel glücklicher aus. Liegt es daran, dass Mason wieder da ist? Ja, sicher. Schön. Sobald ich ihn gefunden habe, ist alles perfekt. Geschlossen, hallo! Wieso antwortet denn keiner? Es ist niemand mehr da. Was willst du damit sagen? Ich habe doch vorhin die Bademeisterin gesehen. Oh, ihr habe ich $50 zugesteckt, damit sie früher geht. Aber keine Angst, Mason. Ich habe ihr gesagt, sie soll die Temperatur runterdrehen, damit wir nicht umkommen. Was hat sie sonst noch für dich getan? Nichts. Ach, wirklich? Ich habe noch nie eine Saunatür gesehen, die sich von innen nicht öffnen lässt. Vielleicht wird sie von irgendwas blockiert. Und vielleicht hast du uns auch von der Bademeisterin einschließen lassen. Glaubst du denn, dass ich so etwas tun würde? Ich muss hier raus. Julia wird mich umbringen. Ich bin sicher, mit deinem Charme wirst du die Wogen schon glätten. Das war doch immer so. Aber bis dahin sind wir hier. In dieser heißen Sauna. Nur wir beide, ganz allein. Und es wäre doch Verschwendung, diese Gelegenheit nicht zu nutzen. Lasst uns raus! Ich will hier raus!
den Wahlkampf wünsche ich Ihnen viel Glück. Ethan, ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Ich verstehe nicht, was meinen Sie? Sie schienen etwas verärgert, als ich Michael den Scheck überreichte. Nein, das hatte nicht das Geringste mit Ihnen zu tun. Ich war nur nicht davon begeistert, dass Laura weiterhin hier arbeiten wird. Wieso? Das ist bestimmt gut für Ihr Image. Naja, möglicherweise haben Sie recht. Mir scheint auch, als würde sie sehr gern hier arbeiten. Ja, das Gefühl habe ich auch. Sieht so aus, als ob du mich nicht so schnell los wirst. Damit werden wir schon zurechtkommen. Entschuldigen Sie bitte, Michael, ich muss wirklich los. Ach, hast du Mason gefunden? Nein, er wird wohl schon zu Hause auf mich warten. Max hat gesagt, dass er mich mitnehmen wird. Gut, wie du meinst. Ich freue mich jedenfalls, dass du gekommen bist. Ich ebenfalls. Und bitte grüßen Sie Mason. Leider hatten wir nicht die Gelegenheit zu einem Gespräch. Nun, ich werde ihm Ihre Grüße ausrichten. Auf Wiedersehen. Erst, wenn ich ihn erwürgt habe. Du kannst gern noch mehr ausziehen. Naja, ich meine bloß, weil es so furchtbar heiß ist. Mir geht's gut. Wir werden hier wohl die ganze Nacht allein sein. Können wir nicht wenigstens reden? Ich bin ganz Ohr. Wenn das so ist, dann sieh mich doch auch an. Mason, wir hatten uns sonst immer so viel zu sagen. Natürlich wusste ich damals noch nicht, wie du richtig heißt. War alles, was du über dich erzählt hast, eine Lüge? Nicht alles, nein. Alles, was ich dir erzählt habe, war wahr. Ich glaube wirklich, dass wenn man jemanden in die Augen schaut, man sieht, ob er lügt. Weißt du was? Ich glaube, ich wusste, wenn du mich in Palm Springs angelogen hast. Aber ich wusste auch, dass es Zeiten gab, in denen du nicht gelogen hast. Zeiten, in denen du dich unmöglich verstellen konntest. Und das war wunderschön. Ich wusste, was du fühltest. Sascha, ich habe dir schon mal gesagt... Bitte, sag es nicht. Und wenn doch, dann... Dann sieh mir in die Augen und sag mir, dass das, was wir zusammen hatten, dir nichts bedeutet hat. Du hast jede Minute genossen. Ja, halten Sie den Jet bereit. Heute noch. Ich will zurück nach Santa Barbara. Die Wolken sind verschwunden. Ich kann die Sterne sehen. Ich wünschte manchmal, ich könnte einfach nach Ihnen greifen, um sie dir zu schenken. Ich würde es tun, wenn es dir helfen würde, das hier durchzustehen. Nein, ich will keine Sterne. Und mit dir werde ich schon alles durchstehen. Ja, ich habe doch dich. Und unsere Kinder. Und ich liebe dich über alles.